Da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Titan Quest und es geht sofort in Tegea weiter. Herzlich willkommen! Wir wollen uns auf den Weg machen und die Quelle des Gifts hier in Tegea herausfinden. Dafür brauche ich aber nicht nur einen einzigen Wolf, dafür brauche ich auch noch einen zweiten. Ja, ich habe noch ein bisschen vor Start dieser Aufnahme so ein bisschen drüber nachgedacht. Was ist denn jetzt unsere zweite Fähigkeit am besten? Wir können ja hier nur noch immer noch eine auswählen, ja. Die drei, die zur Auswahl stehen, sind Sturm, Erde und Geist. Ich favorisiere entweder Geist oder Erde, ja. Und ich bin immer noch am Überlegen und weiß es noch immer nicht so ganz genau, was soll ich nehmen. Ich bin so ein bisschen für Erde tatsächlich, weil die Wölfe, die sind jetzt am Anfang natürlich sehr, sehr krass. Hier haben wir übrigens Pegair, eine Wassernymphe. Mit der sprechen wir gleich, wenn wir das Gebiet hier vollständig aufgedeckt haben. Da kann ich nämlich noch ein bisschen weiter labern hier. Die Wölfe tanken nachher nicht mehr ganz so viel, wie man glauben mag. Jetzt am Anfang sind sie noch ziemlich krass, aber mit der Zeit nimmt das etwas ab. Und wenn es dann nachher richtig zur Sache geht, dann habe ich das Gefühl, sie werden nicht mehr so viel abkönnen an Tanken. Und deswegen bin ich dazu geneigt, Erde zu nehmen, um sie nicht nur mit der Feuerwaffe zu verstärken und selber auch eben Flächenattacken machen zu können, sondern eben auch noch unseren Kernbewohner dann zu haben, der in der Lage ist, nach vorne zu gehen und zu tanken. Das sollte er zumindest sein, wenn wir ihn richtig skillen, und das habe ich zumindest vor. Das heißt, ich denke, wir werden die Erdmeisterschaft nehmen. Obwohl es sehr konventionell ist und bestimmt viele Leute in Titan Quest die Erdmeisterschaft nehmen. Ich habe sie hier auf YouTube ja noch nicht genommen, in keinem Let's Play. Und deswegen ist es jetzt sicher, wir werden die Erdmeisterschaft nehmen. Gut, hier haben wir einen Stab. Dicker Stab der Erkenntnis. Macht aber nicht mehr Schaden als unserer. Aber ein bisschen Geld würde trotzdem noch einbringen. Okay. Nur nochmal sicher gegangen, dass die Minikarte auch auf der größten Größe ist. Dann können wir jetzt mit Pegair sprechen. Sterblicher. Ich bin eine Najade, der Geist dieser Quelle. Pegair werde ich genannt. Mein Wasser wurde verseucht und ich bin krank. Wilde Spinnen sind gekommen, um in meiner Höhle bei der Quelle zu wohnen. Sie sind der Grund für das Gift. Obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe, nochmal gegen Spinnen zu kämpfen. Sieht wohl so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Wir müssen in die Fetithöhle. Ihr seht aber schon, wenn es so rot ist, wenn der Gegner so komplett rot ist mit so roten Partikeln, und das ist fast immer so, bei allen Gegnern, die Blut haben, dann machen unsere Wölfe richtig schön Blutungsschaden durch diese Fähigkeit. Wie ihr seht, theoretisch kann ich die Wölfe schon alleine arbeiten lassen. Ich helfe da zwar trotzdem immer noch gerne mal so ein bisschen mit. Oh, ein Todesspinner. Oder Todesweber. Ich habe es gerade gar nicht so schnell lesen können. Die Wölfe waren wieder echt schnell im Killen. Ich helfe da trotzdem immer noch mal gerne so ein bisschen mit. Später wird es definitiv auch vonnöten sein, mehr mitzuhelfen. Jetzt sind unsere Wölfe natürlich ziemlich stark, weil wir sie auch auf dem vollen Level erstmal haben. Zumindest von der Standard, von der Standardfähigkeit. Natürlich fehlen hier oben noch diese beiden. Wenn man hier schon sieht, wird aktiviert, wenn das Leben unter 33% sinkt. Überlebensinstinkt ist dann etwas, damit sie nicht so schnell draufgehen. Und hier Stärke des Rudels, das ist richtig, richtig krass. Plus 15% Schaden, wenn sich das aktiviert. 15% Gesamtgeschwindigkeit nochmal. Stärke des Rudels ist dann wirklich, wenn sich das dann aktiviert und alle Wölfe stärker sind, dann können die meisten Gegner wahrscheinlich einpacken gehen. Okay, wir schauen mal, ob hier irgendwas für mich jetzt direkt dabei ist, aber ich glaube eher nicht. Blitz, 17% Blitzwiderstand ist aber besser als 10% Kältewiderstand, deswegen tauschen wir den Ring hier mal aus. Und dann würde ich auch tatsächlich einmal ganz husch nach Sparta durchziehen und wir verkaufen mal schnell unsere Sachen. Ach ja, Sparta. Könnt ihr euch noch daran erinnern? An die guten alten Zeiten in Sparta. Ist ja auch schon wieder Ewigkeiten her. Beeile dich, was möchtest du? Okay. Wir haben Stäbe aller Sorten. Auf Wiedersehen. Aber nichts, was besser ist als meiner. Meiner ist schon wirklich, würde ich mal sagen, ganz gut mit dabei. Dadurch, dass die Range von dem Damage so hoch ist, ist es irgendwie halt so,
2 bis 14 zusätzlicher Blitzschaden. Das bedeutet, wenn er 2 macht, dann ist es natürlich nicht so viel. Wenn er 14 macht, dann one-hitte ich den Gegner wahrscheinlich. Oder zumindest so die normalen Gegner, die hier rumlaufen. Dementsprechend kommt es immer drauf an. Ist auch ein bisschen RNG bei solchen Items, die so eine große Range haben. Aber wer braucht schon den Stab, wenn wir unsere Wölfe hier haben, ja? Geil. Da hat man dann auch nochmal richtig schön den Aspekt der Begleiter in Titan Quest in dem Let's Play hier gesehen. Ja, es hat schon wirklich... Es hat mehrere Gründe, warum ich das Let's Play hier unbedingt noch machen wollte. Und das ist einer davon. Endlich mal wieder das alte Titan Quest in seiner vollen Pracht ausnutzen und genießen zu können, ist das andere. Ich glaub's einfach nicht. Ich fass es einfach nicht. Das hört sich vielleicht nicht so an, ich bin glücklich, dass wir schon wieder ein blaues Item gefunden haben. Es ist leider wieder nichts für uns. Das macht mich dann wiederum nicht so ganz so glücklich. Ich muss aber sagen, dass das ein bisschen meine Aussagekraft untermauert, wenn wir hier schon so viele blaue Items finden. Obwohl ich ja gesagt habe, dass es vom Gefühl her weniger blaue Items im alten Titan Quest gibt als in Immortal Throne. Ich meine, klar, mit der Mehrspaus-Modifikation haben wir dann natürlich dementsprechend nochmal wesentlich mehr gefunden. Aber an und für sich bin ich der Meinung, die sind hier eher rar gesät. Aber gut, auch eine andere Sache, die ich jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt habe. Ich persönlich finde, dass man im alten Titan Quest oft blaue Items findet, die man gar nicht braucht, die man gar nicht benutzen kann, weil sie nicht für einen gedacht sind. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man hier keinen Karawanentypen hat und das an einem anderen Charakter weitergeben kann, ja. Oh, Ishtil Neunauge, ein Heldenmonster. Waren die damals in dem Spiel hier noch nicht mit den Sternen über dem Kopf markiert? Ich glaube, Todesweber vorhin war auch ein Heldenmonster, oder? Die sind noch nicht markiert gewesen, glaube ich. Die waren scheinbar noch nicht mit einem... Die hatten noch keinen Stern über dem Kopf. Aber sie haben auf jeden Fall einen veränderten Namen und sind offensichtlich stärker als die anderen Gegner. Daher kann man dann erkennen, ob es ein Heldenmonster ist. Tut mir übrigens leid, falls man meine verstopfte Nase ein bisschen mehr raushört als sonst. Das ist momentan echt schlimm. Ich weiß ja auch nicht. Es gibt nichts, was ich so wirklich dagegen machen kann. Sie ist einfach 24/7 verstopft. Oh, ein Giftsack. 18 Giftschaden für 6 Sekunden. Wenn wir mal einen richtig geilen Stab bekommen, einen richtig geilen grünen Stab, den man dann noch tatsächlich mit Essenzen belegen kann, überlege ich mir. Seht ihr, wie schnell die Bomben fliegen? Man kann da gar nicht ausweichen. Das ist das, was ich meinte. Dass hier 100% Projektilgeschwindigkeit sind in dem Spiel. Das war eben damals so. Das hat sich dann auch geändert. Das ist in Immortal Throne und all den neueren Versionen von Titan Quest mit DLCs und so auch nicht mehr der Fall. So, die Höhle haben wir komplett erkundet. Hoffentlich alles mitgenommen und gefunden. Wir können noch mal ganz kurz in unseren Nebenaufgabenblock reinschauen. Perfekt. Das sieht gut aus. Dann berichten wir der lieben Pegea mal, dass sie wieder zurück in ihre Höhle gehen kann. Du hast das Gift aus der Höhle beseitigt. Mein Wasser wird wieder klar und sauber fließen. Na, wobei, sie will gar nicht in die Höhle zurück. Sie wollte doch nur, dass die Spinnen aus der Höhle rausgehen, damit sie wieder am Wasser da chillen können, genau. Na, dann kann sie wieder zurück ans Wasser gehen, ohne giftiges Wasser. Da wird der Typ aus Tegea bestimmt auch nochmal was dazu zu sagen haben. Das sind eben auch Sachen, die ich im anderen Let's Play nicht gemacht habe. Dann nochmal mit dem Typen geredet im Nachhinein. Das versuche ich dieses Mal schon so gut wie möglich einzubringen. Dementsprechend wird er uns bestimmt auch nochmal danken wollen, dass das Wasser jetzt wieder schön sauber ist. Dank dir ist das Wasser der Quelle wieder sauber und zum Trinken geeignet. Im Dorf werden dir alle dankbar sein. Sag ich doch. Der Geschichtenerzähler sagt bestimmt das gleiche wie vorher, der wahrscheinlich auch. Früher habe ich Pflüge und Schilder an Bauern verkauft. Aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. Entschuldigen werde ich mich nicht. Nur mal so. Aber falls ihr mir Gesundheit wünscht, dann bedanke ich mich natürlich. Auch wenn ich es nicht hören kann direkt. Okay, der hat scheinbar nichts wirklich Interessantes. Ich beehre mich bald wieder. Leider. Da müssen wir vielleicht nochmal zu einem Fachhändler gehen. Bevor es da oben dann tatsächlich weitergeht im Lauf der Geschichte,
haben wir hier erstmal noch den Friedhof von Tegea. Mit Skelettjägern. Wo uns der Blutungsschaden zwar nicht so viel bringt, aber die Wölfe trotzdem ganz schön gut reinschallern, wie ihr sehen könnt. Und ich habe direkt hier die nächsten gelben Items mitnehmen kann. 55.715 haben wir schon auf dem Konto und es wird immer mehr. Okay, hier hinten gibt es weiter nichts. Das ist nur so ein kleines Gebiet hier am Rand von Tegea. Der Friedhof ist jetzt auch nicht so groß in so einem kleinen Dorf. Ist ja auch verständlich. Aber deswegen wollen wir ihn trotzdem erkunden. Denn hier hinten gibt es noch ein paar Satyren. Und dann ist hier auch alles schön aufgedeckt auf der Karte. Wunderbar. Die Pferde trinken hier schön ihr Wasser. Einwandfrei. Und dann müssen wir jetzt hier oben gegen Zombies kämpfen mit unseren Bogenschützfreunden. Nur, dass wir die eigentlich gar nicht brauchen. Ich und meine Wölfe schaffen das schon allein. Und erneut Untote. Das wird vor allem auch später. Ich wollte es jetzt nicht so direkt spoilern, direkt nachdem wir die Wölfe bekommen haben. Aber jetzt kann ich mal so langsam in die Richtung, was ist denn, wenn wir nachher hier oben irgendwo angekommen sind? Da haben wir hier nämlich noch eine Begleiterin, und zwar die sylvanische Nymphe, eine Bogenschützin, die uns dann im Fernkampf noch weiter zur Seite stehen wird und den Wölfen ein bisschen Rückendeckung geben wird. Deswegen ist Natur so verdammt gut geeignet, wenn man Begleiter spielen will. Deswegen habe ich mich auch für Natur entschieden. Auf jeden Fall wollte ich Natur nehmen. Und als zweites dann am besten auch noch einmal, wo man nochmal mehr Begleiter hat. Damit ich wirklich fast nur auf Begleiter gehen kann. Und eben nur zwischendurch noch werde ich ein bisschen dann... Wir werden ja dann Erde nehmen. Da können wir schon mal einmal ganz kurz reinschnuppern, ja. Ich kann die ja, solange ich keinen Punkt reingesteckt habe, jederzeit wieder rufen. Dann haben wir hier nämlich den Erdzauber. Durchtränkt die Waffe des Charakters und nahe Verbündeter mit der Macht von Fels und Feuer. Mit mehr Feuerschaden. Hier gibt es auch noch mehr Schaden und da gibt es noch ein bisschen Rüstung. Dann haben wir hier die Vulkankugel. Schießt im hohen Bogen eine Kugel aus brennendem Schwefel auf das Ziel. Diese Kugel explodiert, wenn sie auf dem Boden aufsteigt und verursacht bei allen Feinden innerhalb eines kleinen Umkreises physischen und Feuerschaden. Flächendamage. Flammenring. Schließt uns in einen sengenden Flammenring ein, der den Gegner verbrennt. Und das Wichtigste, der Kernbewohner mit seinen Eigenschaften. Das werden wir dann später noch sehen. So, dass wir schon mal reingeschnuppert haben. Noch sind wir übrigens ein Wanderer. Wie die Bezeichnung unserer Klasse heißt, steht immer unter unserem Namen. Wenn wir dann einen Punkt in Erde reingesteckt haben und nicht mehr zurück können, dann werden wir zu etwas anderem. Ja, dann ändert sich der Name. Dann ist das eine Mischung aus Wanderer und Pyromant. Und wie genau die heißt? Ich glaube, sie war Beschwörer. Ich bin mir sehr sicher, dass wir dann ein Beschwörer sein werden. Ganz so genau weiß ich es dann auch nicht mehr. Werden wir dann rausfinden, wenn es soweit ist. Dauert ja auch nicht mehr so lange bis zum Level ab. Tatsächlich sind die Gegner in diesem Grab hier relativ schwach und geben dementsprechend auch nicht so viele EP. Aber sobald wir wieder aus dem Grab raus sind, kommen da definitiv wieder stärkere Gegner. Zentauren und so. Und Wildschweine, die geben dann wieder ordentlich. Ja, dankeschön. Wir brauchen wirklich den zweiten Inventarplatz. Es dauert noch ein bisschen. Ich will nicht genau spoilern, wann er kommt. Ich kann nur sagen, dass mehr Inventarplätze kommen werden. Aber es dauert noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Aber wir haben es bald geschafft. Allzu lange müssen wir uns nicht mehr damit rumplagen, hier nur so wenig Platz im Inventar zu haben und oft zurückgehen zu müssen zum Verkaufen. Auch so eine Sache, bei der ich das Gefühl habe, im alten Titan Quest... War es wichtiger, oft zurückzureisen und zu verkaufen? War es irgendwie ein bisschen wichtiger, sich Geld anzusparen und sich Sachen zu kaufen? Weil man eben wirklich nur mit dem arbeiten kann, was man hier in diesem Spielstand alles findet. Oh, das ist ein Mörder. Seht ihr, wie schnell der Mörder fällt?
Der Mörder wird zum Ermordeten. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja gut, okay. Wegen jedem gelben Ei... Oh, werde ich nicht zurückrennen. Alter, was ist denn das? Was ist denn heute los? Also, was ist generell los? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe unverschämtes Glück. Wir haben wirklich unverschämtes Glück in diesem Spielstand. Muss man mal ganz einfach so sagen. Das ist ja der Hammer. Also, so viele blaue Items habe ich ja noch nie gefunden. Im alten Titan Quest. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber natürlich schon wieder nichts, was wir gebrauchen können. Also, wir werden reich wie sonst was sein. Aber leider nicht reich an blauen Items. Wir hätten schon so viele coole blaue Items haben können für den Magier. Vielleicht sogar schon welche, die uns plus auf alle Fähigkeiten von den Wölfen gibt. Aber es sollte wohl leider noch nicht sein. Na schön, okay. Wenn wir sowieso gerade schon mal hier sind, dann würde ich das auch einfach gleich mal gerade ausnutzen, um schnell nochmal verkaufen zu gehen, damit wir gleich wieder ein freies Inventar haben. Kann ich dir helfen? Dann kriegen wir hier wieder unsere 7000 tatsächlich nur. Also nicht alle blauen Items bringen 10.000, das variiert auch. Wow, 179.000. Und der ist nicht mal so unglaublich krass, der Stab. Der ist natürlich nice, aber er ist nicht so viel Geld wert. Das mit Sicherheit nicht. Und bei den Amuletten. Später muss man immer bei den Amuletten und Ringen gucken, weil das sind die, die plus auf alle Fähigkeiten geben, wenn man kein blaues Item gerade hat. Da gibt es ein Amulett des Hüters oder des Beschwörers, hieß das vielleicht sogar auch. Und das gibt dann eben plus auf alle Fähigkeiten von einer Meisterschaft. Da muss ich dann hoffen, dass da ein für die Natur oder auch Erdmeisterschaft dabei ist. Wobei Natur wäre mir noch lieber. Aber wenn Erde, ich würde es auch mitnehmen tatsächlich. Ihr merkt schon, wenn wir eine Kampfmarkierung haben, dann geht das alles hier ein bisschen schneller und rapider. Da kriegt man nämlich auch Bewegungsgeschwindigkeit dazu. Ich glaube nicht so viel, nur 5%. Aber das macht eben auch schon einen Unterschied. Und dann mit der Angriffsgeschwindigkeit, die steigt natürlich, glaube ich, um 30% oder so. Oder noch mehr. Das ist natürlich schon übel. Verstärkter Beinschutz der Reise für einen Nahkämpfer würde dann auch noch Bewegungsgeschwindigkeit bringen. Für mich bringt's Gold. Und wie viele getötete Monster haben wir schon? 562. Na Mensch, ist doch gar nicht mal so schlecht. Wie viele meine Wölfe wohl haben. Die haben safe schon mehr als ich. Witziger Fun Fact, wenn man Titan Quest Anniversary Edition spielt und Ragnarök nicht hat, unabhängig davon, ob man Ragnarök hat oder nicht, sind hier so Krähen, irgendwie, aus Ragnarök, Level 39er Krähen. Und wenn man Ragnarök nicht hat, dann haben die keine Textur, dann sind die einfach nur schwarz. Wenn man weit genug schießen kann, dann kann man sie von hier oben aus sogar abschießen. Aber das bringt nichts, wenn man sie irgendwie, man macht ihnen kaum Damage. Und wenn man ihnen Damage macht, dann kriegt man, glaube ich, sogar tatsächlich Erfahrungspunkte. Also, man kann sogar so ein bisschen dabei cheaten, aber man kommt an die meisten, glaube ich, nicht ran. Nur was mir da mal an der Stelle aufgefallen ist, deswegen wollte ich es mal sagen. Gut, wir sind erneut Level Up, sehr schön. Geschicklichkeit, Intelligenz war, glaube ich, diesmal dran. Und selbst wenn wir die Reihenfolge mal verhauen, ist es auch nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass wir jetzt in die Erdmeisterschaft gehen. Einen Punkt in Erdzauber ballern. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt noch einen Punkt hoch, um so schnell wie möglich den Kernbewohner zu bekommen. Und dann tun wir uns den Erdzauber mal hier unten rein, aktivieren ihn und stellen fest, wir haben leuchtende Hände und unsere Wölfe haben leuchtende Pfoten. Und wir machen ein bisschen mehr Damage. Und dementsprechend machen das unsere Wölfe auch. Und nun sind wir ein Beschwörer. Also hatte ich doch recht, das heißt Beschwörer. Wunderbar. Ach ja, ich genieße diese Zeit. Ich genieße diese Zeit, diese erste Zeit hier im ersten Akt wirklich. Der erste Akt ist so geil. Der ist so wundervoll. Es ist einfach so schön, hier mal wieder ganz gemütlich rumzulaufen. Die Musik zu genießen. Gechillt gegen ein paar Monster zu kämpfen und nicht gegen Horden von Monstern.
Einfach mal ein bisschen drauf loszulabern. Das ist Titan Quest. Und deswegen konnte ich es auch nicht abwarten, das jetzt schon aufzunehmen. Das kommt jetzt nur ungefähr einen Monat wahrscheinlich nach dem Titan Quest Immortal Throne Let's Play schon. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zwischen lassen können, aber ich wollte nicht. Tja, so ist das. Gut, wir sind an der Steilküste von Megara angekommen und genau hier machen wir im nächsten Part weiter. Also Leute, Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao.